Herzlich willkommen bei meiner täglichen Andacht. Schön, dass du da bist und Zeit mit Gott verbringen möchtest. Meine Andacht vom 18. April. Du fällst Gott nicht zur Last. Der Bibelvers für heute steht in Epheser 1, Vers 4. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Heute möchte ich dich an etwas erinnern, das dir bestimmt weiterhilft. Du bist keine Überraschung für Gott. Er wusste, worauf er sich einließ, als er dich erwählte. Genauso wie er wusste, worauf er sich einließ, als er mich erwählte. Die Bibel sagt sogar, dass Gott uns als sein Eigentum erwählt hat. Du bist nicht zufällig bei ihm gelandet. Und Gott hat auch nicht beschlossen, dich einfach nur zu tolerieren. Du kannst Gott nicht zur Last fallen. Er hat dich immerhin ausgesucht. Er verdreht nicht die Augen, wenn du ein Problem hast. Vielmehr wird er dich immer daran erinnern, welche Fortschritte du schon gemacht hast, wie gut du dich anstellst, wie wertvoll du in seinen Augen bist und wie sehr er dich liebt. Gott kennt deine Schwächen, jeden deiner Makel, all dein Versagen. Trotzdem hat er gesagt, ich will dich. In Epheser 1, Vers 5 steht, er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Gott ist dein Papa. Mit ihm an deiner Seite muss letzten Endes alles gut werden. Wenn du möchtest, bete jetzt mit mir zusammen. Gott, deine Liebe ist verblüffend. Du hast mich erwählt, bevor du die Welt erschaffen hast. Ganz gleich, wie viele Fehler ich habe und mache, ich weiß, dass du mich trotzdem willst. Danke für deine Güte. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitbeten. Bist du morgen wieder dabei? Bis dahin durchstöbere doch mal meinen YouTube-Kanal. Dort findest du viele ermutigende Vorträge von mir. Gottes Segen und bis morgen.